Jo, hi. Willkommen. Mein Name ist Danilo Epic und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Graces F. Ja, was ist in der letzten Folge passiert? Beziehungsweise was ist nicht in der letzten Folge passiert? Irgendwie haben wir von allem was. Jedenfalls, wir sind am Ende der Barona-Katakombe auf ein unbekanntes Monster gestoßen. Ja, Sophie ist in diesem Prozess gestorben. Hubert wurde von einer anderen Familie adoptiert. Sharia haben wir allein in Lawn zurückgelassen, weil Esper sich der Ritterakademie angeschlossen hat. Und wunderbar. Ja. Und was jetzt passiert, wird uns die Zukunft sagen. Ah nein, halt, warte, das ist noch zu früh. Ja. Machen wir weiter. Bin gespannt. Tipps brauche ich nicht mehr. Geh weg. Wir sind jetzt bestimmt schon voll der Ritter, ne? 7 Jahre später. Ist was passiert? It went that way. Right. Bam! Drücke Kreis, um dein Schwert zu ziehen. Drücke erneut für E-Arts. Bam! Jo. E-Arts können sich von Kämpfer zu Kämpfer stärker unterscheiden als A-Arts. Mache dir das zu nutzen. Ja, und jetzt geht das richtig los. Guckt ihn euch an. Wir sind jetzt erwachsen. Wir können jetzt alles fertig machen. Und wir können E-Arts einsetzen. Aber wir können natürlich auch noch A-Arts einsetzen. Ja, jetzt fängt das Spiel erst an, würde ich mal sagen. Kurze Info, E-Arts sind bei Espel sozusagen sein Schwert ziehen. Mit Kreis, bam, ziehe ich mein Schwert. Mit X stecke ich jetzt wieder weg und heile mich dadurch ein ganz kleines bisschen, je nachdem, ich glaube, wie viel Angriffe man gemacht hat. Ja, Kazuma verfolgt mich mal, ich erkläre kurz. Wenn man aber Kreis drückt und sein Schwert gezogen hat, kann man daraufhin, ich müsste glaube ich sogar noch, ah, ja, okay, hat er gleich so, E-Art, die kann man auf den Control-Stick, ja, nicht auf den Control-Stick, aber je nachdem, in welche Richtung man den Control-Stick wendet und dann Kreis drückt, werden verschiedene E-Arts aktiviert, so wie man die hier eingestellt hat. Hier habe ich Shockwave-Nied mal auf rechts gemacht. Und wenn man auf Start drückt, dann kann man ja so auf dem rechten Analog-Stick die E-Arts, ja. Mein Gott, fokussieren, sage ich jetzt mal. Mir ist kein anderes Wort eingefallen. Und ich möchte erstmal auf manuell umstellen. Oh, peinlich. Okay. Jetzt drücke ich zum Beispiel rechts und Kreis und setze Schockwellen ein. Und Schockwellen lieben. Aua. Und Schockwellen lieben. Nee. Ja, wenn er getroffen wird, dann muss er wieder sein Schwert ziehen. Das ist sozusagen jetzt sein zweiter Kampfstil. Aber machen wir ihn jetzt fertig. Diesen blöden Voll. Aua. Mann. Na, oh, guckt ihn euch an. Sieht zwar ein bisschen wie Elvis aus. Wie ein anderer Let's Player mal gesagt hat. Ich aber jetzt keine Ahnung habe, wer das war. Aber egal. Es wird jetzt ein Doppelwirkungsadaptiv bekommen. E-Arts Grundlagen. Explosiv-Arts oder E-Arts sind nur im Kampf verfügbar. Für einen SK kann Espel jederzeit sein Schwert ziehen und völlig neue Angriffe nutzen. Drücke Kreis, um dein Schwert zu ziehen und E-Arts freizusetzen. Drücke X, wenn du die Waffe wegstecken möchtest. Das habe ich schon erklärt. Warum habe ich das nochmal vorgelesen? Ja. So viel dazu. Hey, und den kann man da auch. Well done, Asbel. I see my worries about your first field mission were completely unfounded. Sir, my success is due to your superior instruction. You don't have to be so formal. Just keep doing what you've been doing and we'll be fine. Sir. All right. Let's go over the mission briefing one more time. We are here to investigate Orlan, a village located on the far side of the forest. It has a population of about 50, give or take, mostly employed in forestry. A few days ago, the Royal Knights received word that the residents of Orlan had suddenly vanished without a trace. Ah.
Our mission is to meet the Knights investigating the area and provide them with whatever assistance they require. Understood, sir. It's an unusual mission. Keep your guard up and be prepared for anything. This concludes the briefing. Ja. Wir sind im All im Wald. Das ist in der Nähe von Barona. Ja. Bevor ich jetzt noch weitermache, zeige ich euch erstmal die ganzen Titel an, die ich nicht habe. Und ja. Diese Titel. Oh ja. Da sieht man schon, dass ich ein bisschen trainiert habe im Kinderark. 100 Kämpfe habe ich schon gestritten. Naja. Doppelwirkung. Ja, und jetzt sieht man hier, wie viele Sachen er noch lernen kann. Ich glaube, ich gehe ein bisschen mal hier auf diese Titel ein. Das sind sozusagen, ja, Arzt-Titel. Je nachdem, wie oft man bestimmte Attacken einsetzt. Also, ich gehe mal auf Arzt. Jeder Angriff hier hat ja hier einen Namen. Ich glaube, der jetzt zählt nicht, aber jeder von denen hier. Ja. Und unten in der Beschreibung steht zum Beispiel auch Nutzung 247. Und je öfter man bestimmte Angriffe einsetzt, ich schätze mal hier, den Titel haben wir bekommen, weil wir 200 Mal eingesetzt haben, bekommt man, ja, solche Titel bekommt man, wenn man den Angriff oft genug einsetzt. Und dadurch werden die ja noch stärker, wenn man zum Beispiel diesen Titel, der auf diesen Angriff basiert, weiter auflevelt. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier 90 P sammle, dann bekomme ich kritische Treffrate plus 15% für diesen Angriff. Und ja, das ist nicht nur für die A-Arts, das ist auch für die E-Arts. Deswegen sollte man immer auch die Attacken einsetzen, die jetzt, ja, noch nicht so oft benutzt worden sind. Was haben wir hier noch? Schwertnovize, ich weiß jetzt nicht, was ich hier ausrüsten sollte. Am besten wäre ja... Ja, das machen wir. Da kann ich Eisdrachentanz lernen. Oder das ist auch gut. Machen wir Flutschlag. Bis zu Level 3. Erstmal. Ja, noch genug zeigen. Ja, und die Titel habe ich hier gemeistert und den habe ich gerade bekommen. Aber die beiden habe ich gemeistert und den nicht. Wir sehen mal ein bisschen, wie ich trainiert. So. Weiter geht's. Was ist jetzt noch? Habe ich da irgendwas vergessen? Ein Elf-Mixer, ein seltsames Gerät. Das Elf in die Objekte umwandelt. Sein Elf musst du in Läden auffüllen. Wieso habe ich so komisch vorgelesen? Wir haben einige echte Battles vor uns, also es sollte in handy kommen. Ich weiß, du hast wahrscheinlich mit einem vorher trainiert, aber lass uns es wieder gehen, just in case. Ja, Sir. Wenn es sein muss. Mit dem Elf-Mixer können verschiedene Gerichte im Kampf gekocht und Objekte hergestellt werden. Kein wahrer Held kann auf ihn verzichten. Zuerst ein Reisbällchen, okay. Ich lege mein Reisbällchen ein. Einfach, oder? Sobald die Bedingung im Kampf erfüllt ist, heilt das Reisbällchen automatisch einige KP. Den Mixer also immer gut gefüllt halten. Ja, da oben steht dann im Kampf, wenn jemandes KP unter 60% ist, dann kann ich angezeigt werden. Okay, normalerweise kann man jetzt hier Viereck drücken und dann steht, was für ein Effekt erfüllt wird. Aber keine Ahnung, irgendwie so 10% HP oder so bekommt man wieder, weiß ich nicht. So, was ist los? Also, und ich soll einen Apfelgummi da rein tun. Objekte im Mixer vervielfältigen sich mit der Zeit. Auf Reisen 10% vervielfältigen bedeutet, dass das Objekt mit einer Wahrscheinlichkeit von 10% pro Minute vervielfältigt wird. Objekte in dein Album kannst du auch einsetzen, wenn sie sich nicht in einem Besitz finden. Das ist übrigens sehr gut. Das heißt, wenn man den Gegenstand mal gehabt hat, dann, ja, den muss man wieder aufladen in Läden, dafür muss man Geld bezahlen. Und ja, wenn man einen Gegenstand sozusagen einmal gehabt hat, dann braucht man den nicht, gerade im Inventar, um den nochmal zu verdoppeln. Das ist geil. Elfmixer verbessern sich mit der Zeit. Durch das Kochen von Gerichten wird die Maximalmenge des gespeicherten Elfs erhöht. Durch die Produktion von Materialien wird die Anzahl der Objekte-Slots erhöht. Ein altes Sprichwort sagt, wer den Mixer beherrscht, beherrscht das Schlachtfeld. Ja, der ist auch sehr wichtig. Spätestens am Ende des Kampfes. Die Gruppe besteht nun noch aus Malik. Ja, dann gucken wir uns den auch mal an. Malik, auch ein paar Titel.
aber nicht so viele. Ey. Ja, ich gehe sofort. Hier, er ist unser Magier, sage ich jetzt mal. Und ja, bei Magiern ist es so, dass Zauber ja auch wie die Techniken verbessert werden können. In den meisten Fällen sind dann so, dass die Wirkzeit zum Beispiel gesenkt werden. Und dann ist es mal gut. Was haben wir noch? Lass mal erstmal so, ne? Und jetzt kommen wir auch zu den kleinen. Der kleinen Einzigartigkeit und jetzt Princess F. Ach, wenn ich jetzt so wüsste, wie genau das heißt. Linear Motion Style Shift Battle System. Irgendwie so heißt dieses Kampfsystem. Und das bedeutet, ja, dass, ja, das Linear Motion Battle System ist das Kampfsystem für die Tales of Serie. Und im Kampf zeigt die Anzeige links auf dem Bildschirm das erzeugte Elf an. Der blaue Abschnitt entspricht einer Gruppe. Okay. Ja, Leben, links von Kampf sieht man immer so einen blauen Bild, so eine blaue Anzeige. Kann ich mal zeigen. Da links eine blaue und eine violette Anzeige. Und bei sozusagen allem, was wir machen, sage ich jetzt mal, füllt die sich ein bisschen. Und wenn sie voll ist, dann machen wir alles fertig. Okay. Ja, das Linear Motion Battle System ist das traditionelle Kampfsystem, was sozusagen ein Gegner den Charakter in so unsichtbaren Linien verbindet. Und ja. Ja, und das Kampfsystem wurde ja auch teilweise hier eingehalten, mit den ganzen Ausweichen noch so dazu gezählt. Bis ich damit, ja, okay. Habe ich gerade erklärt. Und boah, ich komme hier die ganze Zeit raus. Ach ja, Geld. Guck ich mal, wie viel Geld ich habe. Ja, da sieht man mal, die Kämpfe haben sich gelohnt im Schaltertag. Ja, hier sollte ich auch noch ein paar Sachen reintun. Ja. Linear Motion Battle System. So. Style Shift. Das bedeutet, jeder Charakter hat zwei Kampfstile. Einmal ein A-Art Kampfstil und den E-Art Kampfstil. Das bedeutet. Ja, was bedeutet das? Jeder kann auf zwei verschiedenen Sachen angreifen. Zwei verschiedenen Arten angreifen. Bei Espel zum Beispiel hat A-Art. So Kombination mit dem weggesteckten Schwert und E-Art sind Angriffe mit dem gezogenen Schwert. A-Art steckt Schwert, E-Art gezogenes Schwert. Bei Malik ist es zum Beispiel so, dass ich kann einmal zu ihm wechseln. Mit A-Art greift er mit seinem Bumerang an. Mit E-Art zaubert er. Ja. Und jeder Charakter hat hier so zwei Kampfstile sozusagen. A-Arts aufladen. Einige E-Arts erfordert eine lange Zeit. Ja, okay. Das bedeutet einfach, Zauber braucht eine Zeit, um gewirkt zu werden. Ja, das muss ich aber nicht erklären. Und ja, das Gute daran ist, je nachdem wie man kämpft, kann sich auch der Charakter anders entwickeln, weil man, wenn man zum Beispiel viele A-Arts einsetzt, dann bekommt man ja auch die dementsprechenden Titel dafür. Also, was weiß ich hier. Doppelwirkung. Zahn und was weiß ich, wie die alle heißen. Dann bekommt man ja auch die ganzen Titel, wenn man die oft genug einsetzt. Ja. Zum, sagen wir mal, ich setze jetzt nur A-Arts in diesem Playthrough ein, was ich natürlich nicht machen werde. Dann würde er mit diesen A-Arts verdammt viel stärker sein als mit seinen E-Arts. Ähnlich wie bei Malik. Ich könnte mit ihm die ganze Zeit physisch angreifen, dann wäre er im physischen Angriff voll stark, aber magiemäßig wäre er voll schwach. Was im seinen Fall aber natürlich ein bisschen blöde wäre, weil er einer Magier in diesem Spiel ist. Versuche Gegner von hinten zu greifen. Nichts gibt der Kampf in 12. Das wusste ich nicht. Okay. Dann bekommt man also ein bisschen 11, wenn man den Gegner von hinten angreift. So, habe ich jetzt alles erklärt, was erklärenswert ist. Komm schon, ein Kampf schaffe ich noch. Bam. Wie wir bestimmt gemerkt haben, die Kämpfe sind verdammt schnell erledigt. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich so viel trainiert habe oder. Weil allgemein so ist. Ich glaube, als ich das erste Mal gespielt habe, waren die Kämpfe irgendwie so weit auch sehr schnell erledigt. So, Scherben. Lass mich raten. Scherben dualisieren. Darauf gehe ich ein andermal ein. Weil ich benutze es nicht sehr oft. Und der Part ist gerade vorbei. Ich muss mich verabschieden. War schön. Ich habe ein bisschen zu viel erklärt. Mir tut voll die Kehle weh. Aber scheiß drauf. Wir sehen uns im nächsten Part. Tschüss. Bläh.